berühre mich. Jesus, berühre uns. Das ist mein Wunsch. Und ich sage, Jesus, ich wünsche mir, dass du uns gemeinsam und jeden Einzelnen, jede Einzelne berührst. Wir brauchen das. Und du bist hier. Danke dafür. Amen. Was ist eigentlich ein Christ? Also wenn man jetzt so unterwegs wäre in einer Fußgängerzone und vielleicht mal den Leuten so ein Mikro vor die Nase hält, dann würden vielleicht, die einen würden weglaufen und andere würden sagen, ein Christ, ja, das ist einer, der christlichen Religion angehört. Oder das ist einer, dem die christlichen Werte wichtig sind. Bei dieser Aussage habe ich immer ein bisschen Probleme, wenn ich so von, das nehmen auch Politiker sehr gerne in den Mund, die christlichen Werte. Und da frage ich mich manchmal, was sind denn eigentlich christliche Werte? Auch Atheisten können Werte haben, die auch wir Christen haben. Nein, das ist nicht unbedingt das, was einen Christen ausmacht. Oder ist ein Christ jemand, der an Jesus glaubt, natürlich? Ist ein Christ jemand, der sich an sein Wort hält, der sich an seine Gebote hält, der Jesus gehorcht? Es ist gar nicht so einfach, so einen ganz prägnanten Satz zu finden, was ist ein Christ? Was oder wer ist ein Christ? Jesus hat einmal dem Nikodemus, der in der Nacht zu ihm kam, ein Pharisäer, und gefragt hat, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Da hat er gesagt, Nikodemus, von Neuem musst du geboren werden, kleines Kind, geboren werden. Und da kam auch schon der Geist drin vor. Und geboren werden, zu einer Geburt kann man gar nichts tun. Ne? Das ist ja nicht was, was ich selber mache, sondern da passiert etwas, da tut Gott etwas. Okay, aber was heißt es wirklich, als Christ zu leben? Eben zu leben. Da steckt ja Leben, das Lebendige drin. Ich habe zwei Bibelverse erstmal aus dem Neuen Testament, Römer 8, Vers 14 bis 16. Das sind schon zwei, ich habe also mehr. Und da heißt es, alle, die sich von diesem Geist, vom Heiligen Geist ist hier die Rede, führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Da müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es geht ja also sehr stark um die Kindschaft, Kinder Gottes zu sein. Also Menschen, die sich führen lassen, täglich von diesem Geist führen lassen. Dieses Führen lassen, das bedeutet eigentlich, ich lasse es zu, dass er mich führt. Denn es ist passiv. Ich werde geführt und ich lasse es geschehen. Und das ist kein Gott wie so ein Chef. Ich habe ganz lange Zeit immer gedacht, Gott ist mein Chef. Der sagt mir, was ich zu tun habe. Nein, er ist mein Papa. Dieses Abba, dieses aramäische Abba, Vater, wie Papa. Er, der große Schöpfer dieser Welt, ist mein Papa geworden. Er ist auf diese Welt gekommen, als sein Sohn Jesus. Also das ist das, ich lasse mich führen, ich werde geführt von diesem Geist. Er ist nicht mein Chef, Gott, sondern er ist mein Papa. Und das ist Christsein. Und noch einen anderen Vers aus 2. Korinther 3, Vers 6. Und der hört sich so ein bisschen anstrengend an, wenn man das liest. Er hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Das hört sich jetzt kompliziert an, da sage ich gleich was zu. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja, was bedeutet das jetzt? Wir können ganz lange über alten Bund und neuen Bund sprechen, so wie wir es auch in der Bibel finden, das Alte Testament und das Neue Testament. Aber eigentlich können wir es auf einen Punkt bringen. Der neue Bund ist das, Gott kommt zu uns. Gott kommt zu uns. Nicht wir müssen einen Weg zu Gott finden, sondern er kommt zu uns durch Jesus. Er wird Mensch. Unglaublich. Das Größte überhaupt.
Und das heißt, für alle Menschen gilt das. Gott kommt zu allen Menschen auf diese Welt. Das ist der neue Bund. Und die Grundlage dieses Bundes ist nicht der Buchstabe. Was bedeutet das? Sollen wir jetzt alle Analphabeten werden und nicht mehr schreiben oder lesen? Nein, natürlich nicht. Aber das heißt, ein Gesetz, das geschriebene Gesetz, das macht uns nicht frei. Das macht uns nicht lebendig. Nein, es ist der lebendige Geist. Es ist genau, jetzt kommen wir wieder zu dem ersten Vers, dieses sich führen lassen, dieses sich, ich überlasse mich diesem Geist Gottes. Und der macht lebendig, das macht lebendig. So, das ist alles wunderbar und ich denke mal, wahrscheinlich würdet ihr, ich sage jetzt mal einfach so ein allgemeines Du, wenn das in Ordnung ist, wahrscheinlich würdet ihr mir alle zustimmen und sagen, ja, das ist richtig. Aber wir haben ja oft eben ein Problem damit. Warum leben wir das nicht einfach? Ich habe das lange Zeit nicht gelebt und ich sage auch nicht, dass mir das jetzt immer gelingt. Ich habe ein Armband mitgebracht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch dieses Armband noch, trägt es vielleicht? Keiner mehr. Seht ihr mal, wie alt ich bin. Ne? Also, da ist mal erschreckend, wenn ich dann sowas zum Beispiel bringe. Okay, das war mal, das muss, ich überlege jetzt, vielleicht in den 90er Jahren gewesen sein. Oh, da nicken Leute, Dankeschön. Okay, dieses Armband, das sollte erinnern, wenn man sich das um die Hand bindet, es sollte auf etwas aufmerksam machen. Da sind nur Buchstaben drauf. W.W.J.D. Und das bedeutet, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Eine tolle Idee, wirklich eine tolle Idee. Das heißt, es haben auch vor allen Dingen Jugendliche gekauft, ich habe es damals auch getragen. Ne? Man ist unterwegs und die Jugendlichen zum Beispiel in der Schule oder so, in der Schule war ich nicht mehr, aber man hat dieses Armband und man wird erinnert. Was würde Jesus jetzt tun? Ich bin in einer Situation schwierig. Was mache ich jetzt? Und dann kann ich mich fragen, was würde Jesus tun? Aber wisst ihr was? Dieses Armband hat einen Haken. Ich meine, einen Haken hat es wirklich, man muss ja auch festmachen. Aber darum geht es nicht, sondern es hat einen Haken von der Botschaft her, ja, die es vermitteln soll. Dieses Wort. Dieses Würde, das stört mich gewaltig. Versteht ihr? Wenn wir sagen, was würde denn Jesus tun, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre, dann hört sich das so an, als wenn Jesus, der damals gelebt hat als Mensch auf dieser Welt, was würde der denn jetzt tun? Das kann man sich natürlich fragen, klar. Aber ich sage nein. Jesus würde nicht etwas tun, sondern Jesus tut etwas. Jesus ist da. Jesus lebt. Und wenn ich in einer Situation bin, dann ist Jesus in dieser Situation. Und in dieser Situation ist er durch mich derjenige, der etwas tut und der handelt. Das ist ein großer, großer Unterschied. Als ob Jesus irgendwo da wäre, ja, das glauben wir ja. Wir glauben ja, dass Jesus, ich weiß nicht, ob es alle glauben, aber die meisten vermutlich von uns, dass Jesus nicht nur irgendwann gelebt hat, sondern er ist tatsächlich auferstanden und er lebt tatsächlich durch seinen Geist in uns. Also er ist da. Aber dass wir dann nicht überlegen, okay Jesus, wenn du jetzt so an meiner Stelle wärst, sondern ich sage, Jesus, du bist jetzt hier in dieser Situation. Und was tust du jetzt? Was ist deine Absicht? Was willst du jetzt durch mich tun? Etwas ganz anderes, das was Befreiendes. Mich zumindest befreit das sehr. Also, ich will das Armband keinem madig machen, aber es trägt ja ohnehin keiner mehr. Ja, also, aber das verstehen wir, müssen ein bisschen wirklich gucken, was sagt das aus? Und ich glaube, das bringt uns auf eine falsche Fährte. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dieser Geist Gottes, ja alles so schwierig, ne? Das ist ja, ich sage das jetzt mal, das alles ist ja ein Mysterium. Das heißt, es ist ein Geheimnis.
Und das ist wir mit unseren kleinen Gehirnzellen, also ich meine, wir haben ein tolles Gehirn, wir sind super von Gott geschaffen, können unglaublich viel leisten, wir Menschen, unglaublich viel denken. Ich gehöre jetzt nicht so ganz dazu, aber doch viele, es gibt sehr große Denker. Also das alles ist möglich, aber trotzdem können wir aus unserer menschlichen Sicht überhaupt nicht erfassen, was bedeutet das denn eigentlich, dieser Geist Gottes? Was bedeutet das denn, dieser trinitarische, dieser dreieinige Gott? Was bedeutet das, wenn Gott seinen Sohn schickt? Eigentlich kommt Gott aber selbst und Gott und Jesus ist ganz wahrer Mensch und wahrer Gott. Da kriegen wir ja irgendwo, ne? Wir kriegen Knoten ins Gehirn. Wir können das nicht geistig erfassen, also vom Verstand her. Wir können es eigentlich nur nehmen als Geschenk und es an uns sich ereignen lassen. In der Bibel, im Alten Testament, wird dieser Begriff für den Heiligen Geist, da gibt es ein wunderschönes Wort für den Heiligen Geist, das heißt Ruach. Ruach. Das klingt schon so schön, ne? So nach Ruhe und Ach. Finde ich mal wunderschön. Es gibt auch ein Lied dazu, wo man das so singt und dann, ja, so Ruhe, das ist so ein Wiegelied. Ruach, Ruach. Das heißt, wörtlich übersetzt, Wind, Hauch, Hauch. Das bedeutet, ist der ein Bild oder ist ein Wort, das gebraucht wird für den Heiligen Geist. Und nur in Klammern eine Zwischenbemerkung. Es wird im Jesaja-Buch davon gesprochen, wie es sein wird, wenn Christus erscheint. Und wenn alles Negative in dieser Welt, aller Hass, alle Gewalt, alle Manipulation und alles, was sich über Gott erheben will, wenn das alles verschwinden wird und Gottes Gerechtigkeit kommt, wisst ihr, was da steht? Wodurch das passiert? Wodurch Gott Christus das tut? Durch den Hauch seines Mundes. Den Hauch seines Mundes, stellt euch das mal vor. Der kommt nicht mit dem Knüppel oder kommt er mit Panzern reingefahren? Hat er nicht nötig. Hauch, was ist denn ein Hauch? Ein Hauch soll die ganze Weltgeschichte verändern? Ist das nicht ein Witz? Nur um das mal zu spüren. Das ist unser Gott, das ist der Heilige Geist, das ist diese unglaubliche Kraft, die uns zur Verfügung steht. Nicht zur Verfügung, dass wir darüber verfügen könnten, aber die sich mit uns verbindet. Im Neuen Testament gibt es das Wort für den Heiligen Geist, das griechische Wort, das heißt Pneuma. Das ist schon und schon geläufiger. Pneuma bedeutet auch Atem, Luft. Atem, auch Hauch, Wind. Also wieder dieses Wort. Etwas, das wir gar nicht einfangen können, ja? Das uns, über das wir nicht regieren können, bestimmen können. Das ist so etwas, es verschwindet. So ein Hauch ist da und verschwindet wieder. Das ist ganz, ganz faszinierend. Und jetzt, um das mal deutlich zu machen. Ich glaube, ich wage es zu behaupten, ganz frech und dreist, dass ihr alle, die hier sitzt, atmet. Ich sehe es nicht, aber ich behaupte es einfach. Warum? Wenn einer von euch, eine oder einer, nicht atmen würde, würde man das sofort merken. Ne? Also Atmung, das Atmen, das ist ein ganz existenzielles Vitalzeichen. Wenn jemand nicht mehr atmen kann, ist er tot. Und im Grunde ist es genau das, was dieser Text sagt mit dem Tod. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Also atmen. Und ich kann sehr bewusst atmen. Ja? Also ich als Tanztherapeutin arbeite auch mit Atmung. Ich nutze das, weil es eben auch mit unserem Körper zu tun hat. Und ich kann sehr bewusst, ich kann mal sehr tief atmen und sagen, ich möchte das jetzt nicht so laut machen, hier durchs Mikro. Und trotzdem
Die meiste Zeit haben wir es überhaupt nicht unter Kontrolle. Wir vertrauen uns diesem eingebauten Atemzentrum an. Wir vertrauen darauf, dass wir atmen. Wie wäre das denn, wenn ich ständig überlegen müsste, atme ich jetzt? Und bewusst atmen müsste. Und diesen Vergleich, den finde ich faszinierend, sich vorzustellen, atmen, das ist Lebendigkeit. Und dieser Heilige Geist ist genau das. Er wird verglichen mit dem Atmen. Ich atme. Ich bin auch im ständigen Austausch, ja. Ich nehme etwas und ich gebe wieder ab. Es ist etwas Wunderbares, was unser Schöpfer, was unser toller Gott geschaffen hat. Also das Atmen. Das Atmen und der Leben, das macht lebendig. Aber nun ist es ja trotzdem noch so ein bisschen schwierig, denn wie erlebe ich das jetzt in meinem Leben mit dem Heiligen Geist? Ich kann ja einfach losgehen, sage ich atme und jetzt habe ich den Heiligen Geist. Das ist ja Quatsch, ne? Das reicht ja nicht. Und außerdem atmen ja alle Menschen. Nein, aber es ist dieses Bild. Und es hat etwas von dieser Einfachheit und es hat davon etwas, dass ich die Kontrolle loslasse. Ich fand das super toll, was du am Anfang gesagt hast mit deinem Beispiel, das Ego zurücklassen. Ego hat auch ganz stark immer mit Kontrolle zu tun. Ich möchte etwas unter Kontrolle halten. Und das ist der Glaube. Dieses als Christ leben bedeutet, ich gebe meine Kontrolle in größere Hände. Ich gebe es ab. Ich vertraue mich jemandem an. Und das im ganz alltäglichen Leben. Ich hatte eine Frau in Krefeld. Unsere erste Gemeinde war damals, wo mein Mann Pastor war, in Krefeld. Da waren wir auch sehr lange. Und diese Frau, die rief mich vor kurzem an. 71 Jahre alt. Und wie das so ist, wir hatten uns ganz lange nicht mehr gesprochen. Und dann fragt man so, wie geht's dir denn? Ach, das ist ja eine Überraschung. Wie geht's denn deinem Mann? Alles gut? Seid ihr noch gesund? Und so weiter. Und auf einmal sagte sie mir, weißt du was? Mir ging es noch nie so gut wie heute. Oh, ich sagte, das ist ja toll. Was hast du denn gemacht, dass es dir so gut geht? Und dann sagte sie, bin Gott begegnet in einer Art, wie ich ihm noch nie begegnet bin. Da wurde ich sehr neugierig. Ich sage, erzähl mal, was meinst du? Und ich weiß, dass diese Frau immer sehr mit Alkoholexzessen zu tun hatte. Sie hatte immer sehr, sehr große Abstürze. Und sie sagt, Gott hat auf einmal, ich habe ihn so gespürt im Raum. Ich habe ihn gespürt einfach. Und ich hatte das Gefühl, er sagt, vertrau mir. Nein, es kann sein, du schaffst das nicht. Du bist am Ende, du hast den Karren vor die Wand gefahren. Aber ich bin doch da, schau. Und dann hat sie gesagt, okay, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Ich will dir jetzt vertrauen. Ich vertraue mich dir an. Und wenn du es nicht schaffst, dann weiß ich es nicht, dann schafft es keiner. Und sie sagte mir, von da an hätte sich etwas verändert. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, wenn wir das tun, dann sind alle Probleme plötzlich weg. Nein, im Gegenteil, manchmal zeigt uns Gott dann geradezu unsere Wunden. Und manchmal zeigt er uns, was uns so tief gekränkt hat in unserem Leben und warum wir so reagieren, so empfindlich. Nein, das ist nicht so ein Schnipp und dann geht es mir nur noch gut, ich tanze über rosa Wolken. Nein, ich lebe bewusst. Vielleicht erlebe ich auch viel stärker Trauer und Wut, aber Gott ist da, dieser Geist ist in mir. Und sie sagte dann, weißt du, ich habe das Gefühl, ich bin ja seit Jahrzehnten, glaube ich an Jesus, glaube, dass er gestorben ist für mich, ich glaube, dass er auferstanden ist, alles das glaube ich, aber weißt du, das ist fast, als wäre ich jetzt erst Christ geworden. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was ist ein Christ? Jemand, der sich wirklich anvertraut, der die Kontrolle an Gott abgibt, an diesen Heiligen Geist. Das heißt nicht, bitte, das heißt nicht, wir sind ferngesteuert. Nein,
Das heißt nicht, wir müssen unseren Verstand abgeben. Das heißt nicht, wir haben nicht selber Gaben und Fähigkeiten. Das alles heißt das nicht. Das Verrückte ist ja, wenn wir unser Ego abgeben an Gott, dann zeigt er uns unser wirkliches Ich. Dann darf ich die Person sein, die ich wirklich bin. Entschuldigen, dass ich immer wieder auf dich komme, aber nun habe ich mit dir diesen Gottesdienst zusammen. Wir beide sind sehr unterschiedlich. Wir haben uns auch übrigens erst gestern kennengelernt am Telefon. Also da ist noch nicht so viel, wir kennen uns noch nicht so lange. Wir sind sehr unterschiedlich und doch haben wir auch etwas gemeinsam. Und das ist nicht nur unser Glaube, sondern es ist auch eine Begeisterung für das, was du tust, für deine Musik und das, was ich tue. Und das bin ich. Und wenn ich jetzt versuchen würde, ihn zu kopieren, das wäre furchtbar. Das funktioniert nicht. Ich darf wirklich ich sein. Das tut der Heilige Geist. Ich möchte euch noch etwas Kurzes erzählen oder berichten, was es nochmal ganz, ganz deutlich macht, was das bedeutet. Und ich sage jetzt mal, zurückzutreten und den Heiligen Geist machen zu lassen. Heiliger Geist ist ja auch Christus in uns. Also Jesus selber, der nicht irgendwann mal gelebt hat, sondern jetzt hier ist. Es kam eine E-Mail von einer Frau, die in Süddeutschland wohnt. Ich nenne sie mal Tanja. Und die sagte mir, ich mache Therapie. Ich habe ganz viel schon aufgearbeitet. Aber es gibt so einen Punkt, meine Therapeutin, die kann mir da nicht weiterhelfen und die hat mich auf dich gebracht, weil die mich von früher kannte. Worum ging es? Diese Frau war in einem sehr, sehr streng, pietistisch, fast sektiererischen Umfeld groß geworden. Sie war von Kleinkind an mit der Angst vor der Hölle. Ja, danke, ich hab nicht gewusst, was ich jetzt meine. Ne? Genau, also Angst vor der Hölle. Pietistisch, das heißt so Frömmigkeit, weißt du? Also das heißt, das bedeutet zum Beispiel, das hieß früher auch, Mädchen dürfen keine Hosen tragen, sowas, ne? Solche Beispiele. Aber gut, es gibt auch noch viel schlimmer. Du musst, also es ist immer dieser drohende, strafende Gott. Und du kannst immer, wenn du nicht wirklich Gott gehorchst und irgendwas falsch machst, dann steht schon wieder dieser Freibrief zum Himmel, der steht schon wieder in Frage. Das heißt, Angst vor der Hölle wurde gemacht. Mit Angst, mit Druck, Gott wurde wir instrumentalisiert. Ne? Also Gott immer so als Erziehungsmittel. Das hat sie erlebt. Sie war erwachsen. Sie ging nicht mehr in die Gemeinde. Sie las auch keine Bibel mehr. Und sie hatte ganz viel Therapie erlebt, ganz viel Befreiung von ihren Wunden. Und trotzdem war da ein Punkt. Und das war der, dass sie sagt, ich werde diese Angst vor der Hölle nicht los. Sie ist immer da. Und ich kann mir 100-mal sagen, das haben dir deine Eltern geimpft. Aber sie kam nicht los. Und gleichzeitig war eine Sehnsucht in ihr. Sie wollte Gott nicht los sein. Und dann haben wir über Zoom Kontakt bekommen. Und ich habe zu ihr gesagt, sag mal, wie müsste denn ein Gott sein, dem du dich anvertrauen könntest? Hat sie ein bisschen überlegt, dann hat sie gesagt, der müsste sagen, ich bin da. Es müsste ein Gott sein, der mich sieht. Es müsste ein Gott der Liebe sein. Dann habe ich ihr gesagt, das ist ja stark. Ich sag, du, das ist Gott. Du hast Gott beschrieben. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, ich glaube, du hast dieses wahre Gottesbild schon längst in dir. Und das ist in deiner Sehnsucht. Du hast die Sehnsucht nach einem wirklich wahren Gott und nicht nach dem Gott, der dir immer vermittelt wurde. Ja. Und wisst ihr, ich habe ganz viele tolle Sachen im Kopf, was man alles tun könnte, wie man beten könnte, wie man Gott einladen könnte und in die Bibel gucken. Aber das alles kann sie nicht. Sie kann
Jesus ist für sie überhaupt, kann sie gar nicht aussprechen, weil Jesus so viel Druck macht, der ist gestorben am Kreuz für dich und jetzt guck ihn dir mal an und mit jedem, was du falsch machst, bringst du ihn wieder ans Kreuz. Jesus, nein, danke. Sie konnte nicht mal Gott, sie hatte Schwierigkeiten, überhaupt Gott zu sagen. Bibel, sobald sie die Bibel aufschlägt, fällt ihr das wieder ins Auge, was sie früher immer gehört hat. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht sagen wir einfach Liebe. Das habe ich mit dir ausgemacht. Wir sprechen gar nicht von Gott, sondern sagen einfach Liebe. Es ist die Liebe. So, dann haben wir uns immer wieder getroffen, also per Zoom. Und dann erzählte sie mir etwas und da habe ich sehr gestaunt. Sie sagte, ich bin unterwegs gewesen, sie liebt sehr die Natur, ich bin im Wald gewesen. Dann habe ich mich da auf so eine alte Wurzel gesetzt und habe gedacht, da ist die Liebe. Ich wollte einfach mal diese Liebe spüren. Und weißt du was, sagt sie, auf einmal habe ich etwas gehört, eine Stimme. Ich habe sie nicht akustisch gehört, aber da war eine Stimme. Und weißt du, was sie zu mir sagte? Eine ganz liebe Stimme. Ich habe auf dich gewartet. So lange. Ich habe auf dich gewartet. Und dann sagte sie zu mir, das war eine göttliche Person. Das war eine Person, diese Liebe, die das sagte. Ich war so fasziniert. Waren nicht meine Worte. Ich konnte ihr nicht helfen. Nein, der Heilige Geist. Und wir treffen uns immer wieder per Zoom. Und wir arbeiten immer wieder mit diesen Vorstellungen, mit Bildern. Sie sagt dann, ich möchte diese Person fragen, wie sie ist. Und so gehen wir vor. Ich komme mir manchmal ganz komisch vor, was habe ich noch nie gemacht. Aber ich merke, das ist der Weg. Und versteht ihr, hier ist die Frau. Und ich, was habe ich mit ihr zu tun? Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Sag Jesus, sprich mit ihr. Ich kann es nicht. Ich kann sie nicht überzeugen. Aber er kann es. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn ich da jetzt, weil alles, was ich gelernt habe, ich habe auch eine 4-jährige Bibelschulausbildung gehabt, ne? So, wenn ich das jetzt alles anbringen würde, wie man richtige missionarische Gespräche führt und sowas alles, ich würde alles kaputt machen. Ich würde alles kaputt machen. Das bedeutet, sein Ego hinten anzustellen. Das bedeutet, diesen wunderbaren Heiligen Geist leiten, mich von ihm wirklich leiten zu lassen. Und manchmal hat der ganz verrückte Ideen, das kann ich euch sagen. Aber lasst euch drauf ein, weil er weiß, was er tut. Und wie können wir heute Morgen, jeder von euch und jeder hat ein ganz anderes Leben, andere Herausforderungen. Manche sind inzwischen wie ich auch eigentlich im Ruhestand. Manche sind wirklich im Ruhestand, aber der Heilige Geist ist da. Diese Kraft, dieser Christus in uns ist da. Und was kann ich tun? Ich kann sagen, wie damals die Maria, das ist vielleicht ein sehr starker Vergleich, aber trotzdem, also ein heftiger Vergleich, aber Maria hat gesagt zu dem Engel, der ihr gesagt hat, du wirst Christus, du wirst den Jesus zur Welt, den Retter der Welt zur Welt bringen. Da hat sie gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und genau das ist das. Jesus, ich öffne mich dir. Es geschehe mir, wie du gesagt hast. Ich lasse mich von dir füllen. Ich werde noch beten und danach werden wir das Lied singen, Herr, füll mich neu. Füll mich neu mit deiner Liebe und so weiter. Und dann haltet doch die Hände offen und sagt ja. Und das ist nicht eine Liebe, die in euch irgendwie jetzt entstehen muss. Das heißt nicht dieses Lied, hilf mir doch, dass ich mehr Liebe habe. Nein. Komm, ich nehme sie, ich habe sie nicht. Bitte gib sie mir.
Füll mich mit dir selbst. Ich möchte noch mit uns beten und dann werden wir dieses Lied singen. Ach, danke, lieber Vater, lieber Papa, lieber Abba. Danke, Jesus, dass du der Retter der Welt bist und der Retter unseres eigenen Lebens. Und danke, Heiliger Geist, die Kraft Gottes. Danke, dass wir hier zusammen sind und wir dürfen uns sicher sein, du bist hier. Deine Liebe zu uns, deine Liebe zu dir und zu mir, deine Liebe für jeden ganz persönlich. Und du siehst unser Leben mit seinen Begrenzungen, mit seinen Wunden, mit seinen Möglichkeiten. Du siehst uns mit unseren Ängsten, mit unseren Wunden. Du siehst uns mit unserer Skepsis, unserer inneren Ablehnung, mit unserer Sehnsucht. Alles das siehst du. Und wir bitten dich, komm, fülle uns. Du hast es versprochen. Du möchtest das tun. Danke.